Lesefortschrittsaufgaben in Microsoft Teams. Eine neue Lesefortschrittsaufgabe kann ganz einfach im Menü Aufgaben erstellt werden. Klicken Sie hierzu auf Erstellen, Aufgabe und wählen Sie den passenden Kurs aus. Sie können nun weitere Details zur Aufgabe einstellen und wählen über Anfügen die Aufgabe Lesefortschritt aus. Hier stehen Ihnen nun zwei Varianten zur Auswahl von Texten zur Verfügung. Durchsuchen Sie die Beispielsbibliothek nach englischen Texten. Hierbei steht Ihnen eine Vorauswahl von Texten verschiedener Sprachniveaus und Altersstufen zur Verfügung. Sie haben die Möglichkeit, sich die Aufgabe in der Vorschau anschauen zu können und diese entsprechend auszuwählen. Sie möchten einen anderen Inhalt oder aber Inhalt in einem der über 100 unterstützten Sprachen hinzufügen? Gar kein Problem. Klicken Sie hierzu auf Importieren von Word oder PDF. So erhalten Sie die Möglichkeit, jedes Word- und PDF-Dokument, welches Sie besitzen, einfach auch über den Lesefortschritt zugänglich zu machen. Der Inhalt kann entweder von Ihrem lokalen Gerät hochgeladen werden, sich bereits in Microsoft Teams befinden oder Sie greifen einfach aus Inhalte aus Ihrem OneDrive zurück. Mit einem Klick auf Bearbeiten haben Sie zudem die Möglichkeit, Texte nachträglich einfach anzupassen. Zudem haben Sie hier die Möglichkeit, die Aufgabe zu individualisieren. So können Sie aus verschiedenen Zeitlimits, der Anzahl an Versuchen sowie der Anforderung eines Videos über einfache Klickschalter auswählen. Erhalten Sie Informationen über den Lesefortschritt Ihrer Schülerinnen und Schüler in Microsoft Teams. Nachdem Sie eine Lesefortschrittsaufgabe an Ihre Schülerinnen und Schüler verteilt haben, können Sie diese ganz einfach im Aufgabenbereich auch korrigieren. Durch die Nutzung der automatischen Erkennung erhalten Sie direkt eine Auswertung des Eingesprochenen Ihrer Schülerinnen und Schüler. Natürlich haben Sie zudem die Möglichkeit, sich das Vorgelesene nochmals anzuhören und eigenständige Korrekturen vorzunehmen. Auf Wunsch können Sie die automatische Erkennung jederzeit deaktivieren. Für besonders einfaches Feedback können Sie Ihren Schülerinnen und Schülern eine kurze Videonachricht aufzeichnen, die diesen dann individuell zur Verfügung gestellt wird. Darüber hinaus können Sie natürlich auch einfaches schriftliches Feedback geben. Zudem erhalten Sie die Möglichkeit, direkt hier auf die Fortschritte der Schülerinnen und Schüler zugreifen zu können. So erhalten Sie Auskunft über besonders anspruchsvolle Wörter, zu den durchschnittlichen Anzahl der Wörter pro Minute sowie der Genauigkeitsrate im Vergleich zu anderen Klassenkameradinnen und Sie können mit einem Klick Aufgaben zu den phonetischen Regeln als auch zur Übung der anspruchsvollen Wörter auswählen. Es bleibt ein einfacher Klick und Sie haben die Aufgabe Ihren Schülern zurückgegeben. Lesefortschritt und Lesecoach aus der Sicht einer Schülerin. Wann immer Lehrkräfte eine Lesefortschrittsaufgabe zugewiesen haben, ist es für Schülerinnen und Schüler ganz einfach, diese auszuführen. Sie klicken auf Start und erhalten dann den entsprechenden Text in der Vorschau. Auch hier stehen uns alle Funktionalitäten des plastischen Readers zur Verfügung. Nachdem der Text eingesprochen wurde, besteht die Möglichkeit, sich diesen nochmals anzuhören oder die Aufzeichnung abzusenden. Besonders schwierige Wörter werden jetzt im Rahmen des Lesecoaches noch einmal geübt. Die Auswahl erfolgt auf Basis des eben eingesprochenen Textes und wird individuell für jede Schülerin bereitgestellt. Im Sinne der Barrierefreiheit stehen uns hier auch wieder Funktionalitäten wie das Vorlesen oder das Bilderwörterbuch zur Verfügung. Durch einen einfachen Klick auf das Mikrofon lässt sich das Wort erneut aufnehmen und wird automatisch korrigiert. Durch einen einfachen Klick auf die Abgabe steht die Aufgabe danach zur Kontrolle zur Verfügung.